Ciao zusammen. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ich eine Batterieentladestation baue, wo ich 2, 3S bis sicher 6S Akku entladen kann. Ein grosses Merci geht schon mal im Voraus an 2 Personen. Das ist zum einen der Martin Würsch, der mit mir zusammen bügelt. Er hat mich unterstützt bei elektronischen Fragen, im Speziellen zu den Kondenser, den ich verbauen werde. Und zum zweiten an meinen Bär. Merci vielmals, Papi, für das wunderschöne Messing-Lochblech mit Füßen und allem, was dazugehört. So, dass ich die Lampe, die ich verbauen werde, problemlos mounten kann. Danke vielmals. Ich verwende einen 3-Positions-Schalter für das. Den kann ich zwischen aus 12 und 24 Volt hin und her schalten, so dass ich je nachdem, was für einen Akku das ich entladen will, das gut machen kann, ohne dass ich entweder den Akku schädige oder die Birne quäle und sie somit kaputt mache. Als Kondenser verwende ich die gleichen, wie ich sonst in meine Quadcopter einbaue. Das sind 24 Volt 1000 Mikrofarad Kondenser. Die hatte ich gerade und die Länge von der Leistung her sollte von dem her keine Probleme geben. Das Gehäuschen für die ganze Elektronik, Schaltelektronik, wenn man so will, habe ich selbst designt im Fusion 360 und entsprechend 3D-druckt auf dem Brusado hinten. Von diesen Birnen hier, die es einfach im Gop gibt, verwende ich solche und entsprechend zusammenlöte. Beendet. Das ist das Endresultat. Die Lampen und das hübsche Kästchen. 12 und 24 Volt umschaltbar, klar angeschrieben, Plus und Minus. Selbstverständlich sind wie immer die STL-Files, falls jemand die ich brauchen kann, downloadbar auf meiner Webseite. Das ist oben rechts verlinkt. Irgendwo dort. So, sehr klar. Jetzt für eine, zur kleinen Demonstration. Ich habe hier einen 3S und einen 4S-Akku. Ich habe es so konzipiert, dass das Bananensteckerweibli sind, so dass ich mit dem gleichen Kabel, wie ich normalerweise die Akku lade, so auch wieder entladen kann. Das heisst, falls ich mal einen anderen Typ oder einen anderen Steckerakku habe, kann ich so auch entladen. Die Polarisation ist wichtig wegen den Kondensern, sonst stinken sie. Ja. Und dass man das ein bisschen schön sieht. Oder so. Jetzt hier den 12-Volt-Akku anhängen, sehen wir hier die Volt. Ich hoffe, das ist ersichtlich. 11,9 und jetzt hier auf 12-Volt produziert das Last. Der geht jetzt hier natürlich runter. Und ich wollte meinen Akku ja nicht grillen, das ist relativ alt, der ist eh nicht mehr so gesund. Und ist auch nicht mehr voll. Und wenn ich jetzt hier den nehme, das ist ein 4S-Akku. Ich sehe hier 15,1 Volt. Ist es über 12 Volt, schalte ich über auf 24. Dann leuchtet die Lampe ein bisschen weniger hell als vorher. Und wenn wir jetzt das hier ein bisschen laufen lassen, währenddem ich noch etwas dazu erzähle, werden wir sehen, dass das langsam runtergeht.
es sollte nicht so schnell Energie verbrennen, dass die Akkus direkt geschädigt werden, aber es geht auf jeden Fall schneller als zum Beispiel bei meinem Ladegerät. Mein Ladegerät verbrennt pro Seite, es hat zwei Kanäle, die ich entladen kann, verbrennt es 1 Ampere. Und das dauert doch relativ lang, für Akku zu entladen. Und mit diesem System hier sollte es definitiv schneller gehen. Ich werde es aber auch brauchen, für defekte Akkus zu entladen, um sie dann besser fortschießen oder korrekter. Zudem werde ich noch ein Follow-up-Video machen, wo ich dann das Gerät brauche, um zu zeigen, wie dass man ganz perfekt oder im ganz schönen Fall Lipo-Akkus entsorgt und was man vorher mit ihnen machen sollte. Die Zahl hier ist selbstverständlich gleich, wie wenn wir jetzt auch in der Drohne eine Last produzieren. Jetzt ist es auf 40,6 abgekippt. Wenn ich es jetzt ausschalte, geht er dann wieder hoch. Das ist genau der gleiche Effekt, das sagt ein bisschen. Zudem sind die zwei Kondenser, die das Bild auch noch ein bisschen verfälschen. Und man sieht dann, wenn man ihm zuschaut, wenn die Last drauf ist, dass er zum Teil 40,6, 40,7, 0,6, 0,7, dass er ein bisschen rumgumpelt. Das ist schätzungsweise auch von den Kondensern. Ich habe für die Lampen, die grossen, das sind die hinteren 4 Reihen, sind 21 Watt Birli und die vorderen sind 10 Watt Birli. Das heisst, ich habe hier pro Seite im Total etwa 42 Last drauf, maximal. Das ist aber nur, wenn man die volle Voltzahl hat. Da ich jetzt hier natürlich nicht mit 24 Volt drauf bin, sondern mit 14,6, saufen die etwas weniger. Das macht aber gar nichts, es ist immer noch anständig. Ich hoffe, das Video war lehrreich und interessant. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao zusammen.